Hallo, heute zeige ich euch, wie wir Äpfel dürren können im Dörrautomat. Da das Video letztes Mal recht gut ankommen ist mit den Zwetschgen und Pflaumendürre, habe ich gedacht, machen wir einfach jetzt das gleiche mal mit Äpfel. Willkommen bei der Kleintierparzelle. Wie bereits erwähnt, tun wir heute Äpfel dürren im Dörrautomat und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß bei dem Video. Wir nehmen jetzt als erstes den Gemüse-Obsthobel und tun die Äpfel in gleichmäßige Scheiben, so circa 5 mm werde ich die haben, schneiden. Anschließend nehmen wir jetzt den Kernstecher und tun das Innere am Apfel etwas rausstechen, wenn man das möchte. Man kann es auch drin lassen, ich mache es raus. Die Apfelscheibe legen wir jetzt einfach auf unser Dörrgitter. Natürlich wieder ein Backpapier drunter, damit es einfach nicht so an das Gitter nachher hintrocknet. Die Apfelscheibe kommt jetzt wieder in unseren Dörrautomat und dazu schalten wir dieses Mal auch wieder 60 Grad ein und lasse das Ganze 14 Stunden laufen. Jetzt sind die 14 Stunden rum und man sieht schon, die Apfelscheiben sind so richtig welk, beziehungsweise trocken, hört sich vielleicht ein bisschen besser an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt von mir, wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut einfach und stöbert auf meinem Kanal rum. Vielleicht findet ihr noch was Interessantes. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.